liebe Sandrocker, hier sind wir wieder bei Mindtime at Sandrock und wir haben unser Gebäude hier umgebaut, unseren Hof anders gestaltet, unsere Werkstatt neu positioniert und hier alles neu aufgebaut. So, jetzt haben wir hier unser kleines Nebengebäude, unseren Fritz Shop Erweiterungsbau hier. Hier liegt schon wieder Staub, was ist denn? Das habe ich gerade alles weggemacht. So, okay, die Beleuchtung funktioniert. Ja, hier kann man auch durchlaufen. Ein grünes Lämpchen, keine Flugzeuge dagegen fliegen oder so. Und hier haben wir auch Eingangsbeleuchtung. So habe ich mir das vorgestellt. Die neue Laterne da oben. Die leuchtet eigentlich gar nicht, wie das aussieht, oder? Na gut. So. Dann haben wir hier noch ein paar Sachen, die in der Mache sind. Haben dann hier die letzten. Hier noch ein paar Eisendraht in Auftrag gegeben. Wird fleißig recycelt. So, was fehlt jetzt hier noch an dem Ding? So, letzte Bronzerohr habe ich aufgenommen. Schabams. So, haben wir das Teil auch. Dann können wir das Jan abliefern. Gut, dass das alles in meine Hosentasche passt. Wahnsinn. So, Ziegelkuchen können wir auch ausliefern. Und dann brauchen wir sonst noch Holz. Dann haben wir das meiste hier. Aus dem Ghostbuster hier. So, dann schauen wir mal, was haben wir hier? Wir müssen hier noch ein paar Sachen mal pflanzen. Ich habe jetzt einige Sachen mal ins Inventar gelegt, damit wir mal ein paar Sachen pflanzen können. Und das wollte ich mal verkaufen. Hier der Wassertank. Jutemelonen und so weiter. So, auch hier die... Die Nashornhorn-Dinger kann man auch mal pflanzen, damit das auch mal fertig wird. So, dann bräuchte ich mal links noch mal ein bisschen Stroh. Dann könnten wir hier weiterarbeiten. Man kann zwar auch die, diese Erde nehmen, aber die ist mal ein bisschen zu wertvoll dafür eigentlich. Wenn normales Stroh auch reicht, das kostet nicht viel, könnte man das auch machen. Wir haben 20 Uhr, ich weiß nicht, ob wir jetzt noch Stroh kriegen. Machen können, da noch ein bisschen ausreiten und noch ein paar Materialien sammeln. Und hier springen wir über die Fische. Ah, so, klappt doch. Ja, sehr schön. Dann haben wir wieder Sandbären. Lecker, lecker. Kameltreibstoff. Hypnotisierten Rumeisen stehen hier auch ganz seltsam rum. Hallo? Okay. So, das kann man klopfen für Blutsteine, wunderbar. Da brauchen wir eh nochmal welche. Ist jetzt auch wieder alles grün, man merkt, dass wir jetzt keinen Winter mehr haben. Hui! Nochmal Holz, ein bisschen Gummi. Schadet auch nicht. Flop. Das ist tot, also hier müssten ja eigentlich auch wieder Pilze wachsen. Ah, sehr gut. Höchstanpilzstämme sogar. Die können wir auch selber anbauen eigentlich. Dann müsste ich das auch mal machen. Dann haben wir eigentlich genug. Ganz Dornlüpfer hier. Die ignorieren mich. Sehr schön. Braucht ihr auch überhaupt nicht. Aua. Hm, mein Freund der Baum ist tot anscheinend. Hier kommt nichts mehr. So, jetzt. Okay. Ja. Okay. So. Wups. Die Wups. Eben sonst nur Grünzeug. Okay, eigentlich nichts, was sich jetzt hier lohnt. Könnte man natürlich ein bisschen Wasser sammeln, aber... Hui! Oh, ich bin da drüber gekommen. Ist ja Wahnsinn. Ja gut, nehmen wir da Gummi auch noch mit. Was soll's? Werden wir das treffen, du Hirn? Hier, so. Mensch. Fred. Du musst schon wissen, wo du hinhaust. Ach ja. Das Ding... So, gut. Okay, da können wir auch eine Sandblume an sich. Gut, die können wir ein bisschen was wegmachen für Wasser. Was soll's, machen wir das eben. Unsere Wassersammler sind da fleißig am Sammeln, aber die brauchen natürlich auch ein bisschen. Hier haben wir auch nochmal Tau, sehr schön. So. Die ganzen Dornhüpfer hier bringen eigentlich so nichts, aber... Die sind ja auch nicht mehr so aggressiv wie früher anscheinend. Wächst hier nochmal, ist das Oregano, okay. Flop.
Nochmal Sammelpunkte. Für unser Sammelheftchen. Aha. So, dann schauen wir mal kurz, ob hier noch irgendwas abgelegt worden ist von unserem Spender. Oh. Hier haben wir einige Körbchen jetzt hier. Tomaten. Nochmal. Flop. Und nochmal zwei Kartoffeln. Sehr schön. Dann können wir unser Kaninchen und unser verfressenes Jackmal auf jeden Fall mit über Wasser halten. So, zusätzlich haben wir ja noch einiges jetzt angebaut oder werden anbauen. So, da haben wir da auch kein Problem mehr. Hui. Wupp. So, ach, Coco ist auch schon wieder zurück. Da kommen wir hier mal ganz elegant einparken. So, Liebchen, du bleibst jetzt mal hier stehen im Stall. Was haben wir hier? Okay, rostige Roboter. Aha. Ach ja, die haben irgendwelche Sachen wieder. Das Meisterwerk Fischereiwettbewerb wurde abgehangen. Warum auch immer. Gut, wir können jetzt hier rein und das aufhängen. Nicht wahr? So. Wo haben wir denn dieses unglaubliche Meisterwerk denn hier? Da. So, können wir direkt hier so in den Eingang klatschen. Flump. So, Wahnsinn. Ja, sieht auch schön aus direkt. Verziert auch alles hier. Ja. So, dann können wir auch direkt hier wieder rein. Ha, ist das nicht genial gemacht. So, dann jetzt hier irgendwie irgendwo ein Bett finden. Wo war das jetzt nochmal? Hier sind viel zu viele Treppen. So, ab ins Bett. So, wunderbar. Palam. Und das auch. Sieht's aus? Keine Augenringe? Hm. Das ist verdächtig. So, Jessica wollte irgendein Buch haben, ne? Hm. Das habe ich wahrscheinlich, aber... Oder? Ja, eine Reise in den Osten wollte die haben. Kann sein, dass ich das schon wieder ausgegeben habe. War jetzt verschenkt oder hier irgendwo? Nee, okay. So, komm ich jetzt hier raus aus dem Haus. Hier sind viel zu viele Türen. Das ist ja ein Labyrinth. Oh, Post. Wir haben Post. Von Elsie. Oh mein Gott. In letzter Zeit ist es ganz schön heiß geworden, oder? Ich wünschte, das Vieh könnte sich manchmal einfach selbst um sich kümmern. Zum Glück hat mein alter Herr eine ganze Ladung Dörrfleisch getrocknet, um uns bei Laune zu halten. Hm, hoffentlich das mit Teriyaki-Geschmack. Das mag ich. So, sehr schön. Sieht hier jetzt aus. Kupfertöpfe für Grace. Okay. Ja. Und Suppentöpfe. Hat sie wieder ihr ganzes Inventar kaputt gemacht? Lauter Töpfe. Okay. Ja. Blutsteinkerne. Die waren mir. Ich muss was ausliefern, sonst kann ich nichts annehmen. Ah, nee, du sitzt hier schön im Schatten. Das ist das beste Plätzchen ausgesucht, hm? So, dann gehen wir mal wieder ein bisschen buddeln. Ich brauche Rohstoffe hier, vor allem Kupfer ist mir ausgegangen. So, Noodles, Doodles. Du bist wahrscheinlich happy, du hast reichlich Tomaten, wie man, Kartoffeln, wie man sieht. Ah, okay. Was ist denn hier los? Hier ist doch still. Der Ehestreit. Schweigt euch an, okay? Federn haben wir, glaube ich, genug. Ach ja, Federn. Ich muss Zeug verkaufen. So, Harvey. Du Puschelhase. Feines Haar. Was machen wir damit noch? Das kann ich eigentlich gar nicht wirklich verwenden. Aber okay. Ups. Ich will ernten, Leute. Was ist das denn jetzt? So. Kartomaten. Schropp. Sehr schön. Kartoffelkrise ist beendet. Das Ding auch. Und das ist auch fertig. So, jetzt kann ich hier keiner mehr beschweren. Ich hätte keine Kartoffeln. So, hier kommen nochmal Süßkartoffeln raus. Und das hier dauert nochmal 2 Tage. Die auch. Okay, wir haben auch noch Stroh. So, Noodles, Doodles. Alles nur für dich hier. So, also jetzt...
Wenn du jetzt kein Kartoffelproblem mehr hast, dann weiß ich nicht. Jetzt hier aus Mojave, hat der noch genug Tomaten? Können wir noch mal ein paar reinballern. So, Pilze brauchen wir noch. Wir mögen unsere Hühner. So, dann gehen wir mal ein bisschen ausliefern und Stroh kaufen. Dann müssen wir natürlich mal auf den Kalender gucken, weil diesen Monat hat unglaublich viele Geburtstage. Okay, haben wir schon zwei übersehen, aber oh mein Gott, Owen und Rocky. Owen habe ich jetzt, der hat so viele Beziehungspunkte, dann brauche ich eh nichts großartig machen. Hier haben wir Vivi, dann haben wir hier Coco, okay. Elsie ist natürlich auch wichtig. Und unseren eigenen. Den dürfen wir auch nicht vergessen. Also Elsie müssen wir was machen, auf jeden Fall. Coco auch, ja, natürlich. Unser Haustier. Chi, ja gut, kann man auch was machen. Der ist eh nicht so wirklich dankbar immer, wenn man ihm was schenkt, aber was soll's. Das machen wir ja für unser eigenes Gewissen. So, ah, da ist er ja schon. Hey, Rocky. Hallo. Hallo. Was ist hier? Was? Hey, ich und meine Jungs würden es wirklich so schätzen, wenn du uns Jackmel-Milch besorgen könntest. Ich nehme nicht an, dass du sowas rumliegen hast, oder? Die liegt bei mir überall rum, in der Sonne, mittendrin, ganz frisch, ganz warm wieder. Aber Sachen nachher nicht, die ist schlecht. Okay. Beziehung zu Venti auch. Interessant. Können wir jetzt hier ausliefern? Habe ich nicht ein neues Gericht von Mabel bekommen? Was war das denn nochmal? So, hallo Heidi! Was du hier? Mein Vater hat mal nicht wieder rumgenervt. Beziehung, Beziehung, Beziehung. Ich schwöre, er hat nur das im Kopf. Ich meine, man muss jemandem nahestehen, bevor man sich drauf einlässt, oder? Heutzutage nicht. Da wischt man auf irgendwelchen elektronischen Geräten rum, sagt, ja, das ist es und dann war's das. Ist die hier drin? Flop. Ding, dong. Hallo, Kundschaft. Huch, da ist sie ja. Hallöchen, das Anfragebrett. Hier, das ist ein Zwiebelkuchen. Auch nicht alles auf einmal essen, mit schlechten Atem. Ah, danke, Fred. Du springst immer wieder für mich ein. Ich bin so abgelenkt, dass ich manchmal vergesse zu essen. Das ist hart, oder? Das ist eine Katastrophe. Wie kann man denn vergessen zu essen? So, Beziehung 17. Sehr schön. Wir haben nicht zufällig noch irgendwas, das wir jetzt fertig haben, oder? Nee. Okay. Haben wir denn hier noch Platz für uns manche Sachen? Das ist groß. Ich könnte noch was von der mittleren Ausstellung gebrauchen. Die sind ja alle schon belegt hier, die Plätze. Irgendjemand hat hier alles vollgestellt mit seinem Gerümpel. Hier wäre noch was Platz. Okay. Und ich habe nämlich noch ein paar Sachen, die man platzieren könnte. Hier auch. Das ist auch mittel. Okay. Gut, dann ginge das ja. Ja! So, tschüss, Katori. Viel Spaß noch. Wo auch immer, was du machst. Hier so ein Riesenmuseum. Kein Mensch ist da. Guck mal im Spielezentrum. Sie ist schon wieder. Spielsüchtig, die Frau. Oder hausüchtig, ich weiß es nicht. Heidi? Oh. Okay, mach weiter. Die guckt mich gerade so an. Das ist mir zu unheimlich. Die Reise in den Osten kostet 8 Marken. Ja, komm. Die haben wir. Wir haben es doch. Ha. So, hier ist der Banketttisch. Der gibt außerdem 26 Verteidigungspunkte. Ein Tisch, an dem man Dinnerpartys veranstalten kann, an dem mehrere Gäste Platz finden und der einladend dekoriert ist. Mit Betonung auf einladend. Okay. Verteidigungspunkt, oder? Das ist schon schlecht. Der Ventilator der tödlichen Verteidigung, da gibt auch 17. Okay. Wofür war der Teddybär nochmal? Also damit kann man einen Partner belustigen, der von einem genervt ist. Ich sag euch, da reicht ein Teddybär nicht für. So, also diesen Tisch können wir uns auch nochmal dann eben besorgen. Dafür habe ich auch... Darf ich hier auch mal ran? Wir können es ja mal versuchen. Okay, wir haben einen Token bekommen. Wow. Das, Oh.
zwar gar nichts. Zwei Token. Jo, vier Token. Jawohl, 9210. So, dann haben wir noch die Token wieder alle drin, die wir... Wir sind Zweiter. Gut, Heidi haben wir immer noch nicht geschlagen, aber Hugo und Penn. Was mit Penn ist ein bisschen enttäuschend. Okay, immerhin Zweiter hinter Heidi. Das geht. Damit kann ich leben. Und wir haben eigentlich im Grunde wieder die Token verdient, die wir gerade ausgegeben haben. So. Wir kriegen hier 20% Freundschaftsrabatt. Wir kaufen das jetzt sogar. So, Dankeschön. Banketttisch. Ich wollte schon immer einen haben. Die ganzen Bankette, die man immer sich entgehen lässt durch sowas. Kennt doch jeder. Ach, ich wollte wieder mal ein Bankett machen, aber ich habe keinen Tisch. Tja, mal gucken, ob er zu Hause ist. Unser neuer Freund Fang. Also X ist auf jeden Fall da. Ich werde Gemüse essen, Vogel. Du bekommst Cracker. Hier, bitte sehr. Lecker, lecker. Okay. Ach, hier ist er ja. Hallo, Fangi! Ja, mach das. Habe ich nichts dagegen. So, was können wir dir Schilde schenken? Warte mal. Ah, hier. Ich hatte eine Vogelschaukel gemacht. Weil sonst weiß ich nicht, was man ihm schenken soll. Also Vogelschaukeln und Mapu-Tofu. Thank you. Plus 9. Die ist aber groß. Was für ein Vogel ist die denn? Du bist hier meine Mutter. Sie hat auch Vögel gemacht. Ich danke dir. So, plus 9. Immerhin. Was sind X jetzt hin? Da, oben. Kann man dem das auch machen? Komischer Vogel, komischer Vogel. Ja, ja. Gibt plus 1. Interessant. Damit die auch machen, mein Freund. Haha, pass auf. Schöne Kapuze. Ja. Gibt auch noch plus 1. Ja, kostenlos plus 1. Immerhin. So, haben wir Fang auch beglückt mit einer neuen Vogelschaukel. Ja. Wollen wir eine Kamelschaukel für dich bauen, Blümchen? Die wohl aussieht dann. So, dann wollen wir nochmal weiter ausliefern. Und so unseren beutelmäßigen kleinen kriegen. Dieser Wassertank, der beult schon langsam meine Hosentaschen aus. Ein Leben müssen wir noch kaufen. Ne? Schwupps. Ach, der ist schon wieder. Hallo Jan, mein Lieblingschef. hier, bitteschön. Sehr bei der Kohle. Ja, du hast mich nicht in Verlegenheit gebracht und das ist es, was zählt, Neuling. Sorge dafür, dass du diese Qualität beibehältst, denn wir müssen unsere Handelsgilde berühmt machen und damit auch mein Gesicht. Dein Gesicht, da würde ich lieber die Axt drin berühmt machen, aber okay, darf ich halt nicht. Das ist auch gemein. Ja, gut. Ja, ich habe genug Lebenspunkte, ich brauche das alles nicht. So, wie sieht's denn hier aus? Oh. Für so viel? Was ist los mit dem? Ist der eingeschlafen? Okay. So, kann ich jetzt endlich hier die Dinge annehmen, habe ich. Blutsteinkerne! So. Das bringt wenig und Beziehungspunkt zu Grace brauche ich keine. Da mache ich genug. Warum will der mal Segeltuch? Ich weiß es nicht. Diese ganzen, wahrscheinlich viele Klamotten, die sie dauernd kaputt machen. Komm, wir nehmen es mal an. Das brauchen wir so oder so. So, dann besorgen wir uns jetzt noch mal ein bisschen Lehm. Hey Jasmine, du kleiner Schlingel. So, als hätte ich das nicht gewusst. Was denn hier? Ah, hier. Bitteschön. Plus 14 und 1 und 1 für Trudi und Heidi. So, sehr schön. Oh, der erfolgreiche Erfinder, lass mir der Blumen schenken. Haha, siehst du mal. Hallo, Rian. Mhm.
Früher gab es da halt noch vier andere Tischler in der Stadt, die immer versucht haben, mich zu etwas zu zwingen. Jetzt, wo sie weg sind, kann ich mich meinem eigenen Tempo arbeiten. Außerdem habe ich dich als Verstärkung dabei. Klar, mach deine eigenen Tische. Ich habe schon genug zum Ausliefern. Ich arbeite doch eh nie. Willst du nicht erzählen. So. Penn, mein 29. liebster Freund. Hallo! Es mag dich überraschen, dass ich das sage, aber hohe Kraft ist nicht alles. Neulich hatte ich gerade eine riesige Cyborg-Kreatur erledigt. Nachdem ich sie in die Knie gezogen hatte, bemerkte ich, dass es auf ihrem Rücken einen Ausschalter gab. Das hätte das ganze Schlamassel verhindern können. Naja. Ja, okay. Intelligenz wird auch überschätzt, ne? Farewell. Warum haben die immer so einen Schatten im Gesicht? Das ist auch komisch. Ja, farewell. Ist auch viel Staub. Kann man den wegsaugen? Nee. Wir müssen mal ein bisschen mehr aufräumen hier. Ich denke nicht so ordentlich. Flop, aber ich mach gutes Fleisch. Hallo. Nein, ich habe uns nie als Konkurrenten gesehen. Wir haben immer ein Team vom ersten Tag an. Vielleicht sogar das Beste, das es gibt. Oh, das schmeichelt mir. So, ich habe auch noch was für dich. Ich meine, wo habe ich es hingetan? Ich wollte das Ding eh mal loswerden. Noch irgend so eine überflüssige Axt noch gefunden. Hier, da bringt er eh noch ein paar Pünktchen. 100 plus 3. Sehr schön. Dann bin ich das auch los. Dann liegt das auch nicht mehr bei mir rum. Ups. So, dann gehen wir jetzt noch zu Amira rein. Ups. Und kaufen noch ein bisschen Lehm. Für neue Blutsteinkerne machen können. Ah, ich will gerade hier futtern. Viel Spaß mit dem Rap. Ich weiß auch nicht, woher du kommst. Ich komme von da, ja. Aus dieser einen Stadt. Aber was meint ihr mit dem anderen von da? Das weiß doch kein Mensch. So, komm hier. So viel wie es geht. Hm, ja. Verteidigungspunkte und komm. Gibt es ja auch nichts Neues. Ja, bei von Amazon ist gut, aber nicht Amazon Deutschland. Das kannst du knicken. Eigentlich schade. Die könnten viel mehr Merchandising machen. Weil das Spiel ist ja nicht gerade unbeliebt. Und spielen so viele. Und dann hast du so ein Zeug dann halt nur USA oder China oder so. Ein bisschen schade. Weil dann mit dem Look der Figuren hier und so, da könnte man viel mehr machen. So, wie sieht's denn hier aus? Ja. Wir arbeiten dran, hier auch. Elsie ist eine Inn, sie ist auch eine Inn. Allerbester Freund ist Owen, das sind alles Inn und das sind beste Freunde. Justice ist mittlerweile auch schon, okay. Nemo Groko, Unshore ist auch schon in der Tabelle aufgestiegen. Jasmine, okay, Katori. Okay, da fehlt noch so maximal noch Rabatt und Fang. Okay, das Herz hier damit schon ein bisschen wieder voll. Und schaffen wir sogar zu Freund oder Inn. Hm. Mal sehen. So, hier haben wir unser Meerkätzchen. Hallo. Das ist bestimmt das Screech, oder? Screech. Ich wusste es. So, was magst du denn? Wie wär's mit Jute? Nee, wahrscheinlich nicht. Hier, eine Sandschlange. Oh, plus 7. Screech, Screech, Screech. Aber nicht alles auf einmal lutschen. Nur das muss man sich aufheben. Das liegt mir. Dreck. So, lohnt es hier irgendwas zu kaufen für mich eigentlich? Hm, nö. Könnte man natürlich mal Bronze kaufen, wenn man zu viel Geld hat. Müssen sie nicht selber fabrizieren, aber wir sparen das jetzt mal. So, dann machen wir jetzt noch die Blutsteinkerne. Dann haben wir das auch erledigt. Und dann brauche ich noch Stroh. Ups. So, Wasser füllt sich auch hier langsam. Auch nicht schlecht. So, zwei können wir noch machen. Auch Blutsteine. Was ist denn mein... Ach, hier habe ich Kunststoff gemacht. Mein Recycling-Ding. Ach, hier vorne.
Muss ich noch dran gewöhnen. Das sind 5 Blutsterne. Blutsteine haben wir. Blutsterne. Oh Gott. Blutsteine haben wir gekriegt. Blutmonde gibt es ja auch. Das ist also. Bisschen zu wenig. So, dann können wir hier noch einen machen. Dann haben wir das erfüllt. Sehr schön. Und hier fehlen uns hauptsächlich die Schaltkreise. Ja. Gummischalen gehen auch langsam zur Neige. Schaltkreise brauchen noch und Stroh. Und natürlich Holzbretter. Ups. Das ist ja alles so eng hier. Hm. So, wuppdiwupp. Dann gehen wir mal hier ein bisschen. Nemo, sitzt du denn da auf dem Stein? Okay. Guck mal schön, was er bei Rocky abstauben kann. Da holt er immer seine Mineralien her. Ein schlauer Hund. So, okay, da haben wir auch noch mal. Die müssen wir wieder bezahlen wahrscheinlich. Ja. Na gut, die 200. Wurst. Das haben wir schnell wieder drin. Ja, einmal noch. So, da klopft auch noch weg hier. Was geht da jetzt schneller? Ah, da haben wir Bronze gekriegt. Sehr gut. Ach, jetzt ist Nemo fertig mit seiner Aufgabe. Wie hat er das denn gemacht? Klopf. So, das machen wir auch noch weg. Zack. So, da haben wir jetzt auch einen Glücksbonus bekommen. Das Plastik nehmen wir auch noch mit. Oh, hier sind auch alle fleißig arbeiten hier. Sieht mir auch nicht auf hier. Was hat die eigentlich jetzt solche? Kann man das gebrauchen? Das nehme ich noch mit. Brauche ich da nicht, aber das sind gut Punkte. Also mit den Ressourcen ist ja alles schön und gut, aber man müsste eigentlich mehr damit anfangen können. Das ist alles nur so Sammelzeug. Das finde ich eher nervig. Also Ressourcen, mit denen ich nur einmal was anfangen kann oder nur einmal was überhaupt mitgebaut wird, finde ich im Grunde überflüssig. Das muss ich nicht immer wieder haben. Also das gibt es ja gut Punkte, aber... Ja, und dann... Wächst hier, ne? Also nicht fertig. Ich glaube, das ist Sandlauch, ne? All diese Faserabfälle... Was mache ich denn mit? Ab und zu wurde das mal gefragt, aber sonst viel zu wenig. So, wunderbar. Da haben wir auch nochmal Kupfer gekriegt. Sehr schön. Dann können wir da auch nochmal Bronze raus machen. Das ist auch nicht schlecht. So. Wir können jetzt noch das ausliefern. Und hier müssen wir noch Segeltuch machen. So. Wir können die sogar machen. Ich werde bekloppt. Die Jute ist genug da. Das ist ja super. Gut. Dann machen wir das noch. Ja. Ich hüpfe schon mal vor, Blümchen. Du kommst nach. Okay, das ist eine längere Strecke. Dann laufe ich schon mal vor. Genau zu dir wollte ich eigentlich, Burgess. Dürfte denn nicht auf den Gleisen rum. Ich beneide dich auf deine freundschaftliche Rivalität mit mir an. Ihr treibt euch gegenseitig zu immer größere Leistungen an. Ich... So, das habe ich mich nur selbst. Los, Burgess, du schaffst das. Du bist kein Versager. Ja, aber so, es funktioniert ganz okay. Sieh. Ja. Freundschaftlich, ja. Noch, sage ich euch. So, es sind wieder Sie, Owen oder Blümchen geheiratet haben. The Water World hat open hier, okay. Schrimp, das haben wir auch. Saxo bringt uns nichts, das können wir nicht zu Hause anbauen. Steht ja auch hier, ist nicht für die Anpflanzung zu Hause geeignet. Das kann man nur irgendwo in die Wüste setzen, nur was habe ich dann davon? Bringt mir nichts. Da kann ich eh nicht abernten, habe ich ja schon mal versucht. Sandlauch haben wir genug, ich glaube die ganzen Sachen haben wir als Samen. Können natürlich nochmal Kartomaten kaufen.
Die brauche ich auf jeden Fall immer. So, das kommt eh. Ansonsten mit diesen ganzen... ja, Discs weiß ich ja eh nicht mehr, was damit machen soll. Da habe ich ja genug. Ein Schaltkreis, sag mal. So, wo wir gerade hier stehen, kommen wir ja nochmal ganz kurz bei... schau einfach mal, gucken, was du denn hier... Okay, der liest gerade seine neuesten Fahndungsplakate. Klar, muss ja auch weiterbilden, immer auf neuesten Stand bleiben. Und dann drehen wir Avio nochmal unsere schönen Staubwedel an. Viel Spaß damit. Auf, dass die Stadt sauber wird. So, Geld im Sitz des Ladens. Er wird langsam pleite und ich werde das Zeug los. So läuft das doch. Hervorragend. Die nicht noch irgendwas, was ich ihm verkaufen wollte. Na, Jagdmaloren war ja eigentlich auch nichts. Ah, hier das auffälliges Wüstenverteidigerhemd brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Das ziehe ich nie an. Geschenken vergesse ich, also können wir auch verkaufen. So, da haben wir ja wieder ein bisschen Geld verdient hier. Ja, Ario, tut mir leid. Was tut den ganzen Mist hier? Ich glaube, ich brauche nochmal Salz. Jetzt hier ein bisschen teurer als sonst, aber gut, die paar Euro, Golds. Was auch immer, wie das heißt, die Währung, man weiß es nicht. Ich glaube, da haben wir auch nicht mehr so viel. Kann ich auch nochmal kaufen. So, dann haben wir das. Was machst du denn hier? Okay. Sekis Feriri, sie haben beide ein gutes Herz, aber sie sind beide große Softies, totale Angeber. Sie brauchen Menschen wie uns, die dafür sorgen, dass sie nicht schikaniert werden. Okay, wenn du das sagst. See you around. See you around. Hey, Benjo. Ich glaube, salzigen Fisch haben wir keinen mehr für dich, ne? Oder eine Pistole oder sonst irgendwie komische Sachen. Was ihr Katzen so mögt. Hier kriegst du von mir eine Milch. So, Macchiato, ich habe leider keinen Raketenwerfer für dich hier. Du siehst aber sehr müde aus, sag mal. Hast du wie die ganze Nacht gekämpft irgendwo? Komm. Ein bisschen Milch gegen die Augenringe. Haha. Ich kenne mich damit aus. So, haben wir hier eine Anzeige gemacht? Ja. Mensch, das ist eine fette Katze. Tja. Verleumdung. Hey, Trudy! Fred, egal mit welchen Schwierigkeiten wir konfrontiert sind, ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, diese Stadt zu einem besseren Ort zu machen. Ich glaube, wenn wir alle zusammenhalten, werden wir es schaffen. Genau. Ja, das werden wir. Und noch viel weiter. Oder so. So, wen haben wir hier? Ach, hier ist schon wieder was los. Ah, gibt's wieder Musik. So, mit denen haben wir jetzt schon angeredet heute, ne, Elsie? Jeden Tag auf die gleichen Dünen zu schauen, kann sich ein bisschen trocken anfühlen. Aber hey, wenigstens habe ich immer dich, meinen besten Freund. Oh mein Gott. Hey, Venti. Bin schon hier rumläufst. Oh Gott, die hat auch ein Problem. Wir brauchen in dieser Stadt, glaube ich, auch dringend Psychiater. Habe ich so langsam das Gefühl? Hier deine Blutsteinkerne. Was immer die damit eigentlich macht. Ich habe hier aus keinem Fenster gelehnt. Ich lehne mich dann in Fenster. So, vielen Dank. So, haben wir das auch. Sehr schön, sehr schön. Hey, Mabel. Haben wir ein neues Kochrezept? Was sind die? Das ist ja immer noch drin, der Fehler. Ich werde bekloppt. Was? Was? Mabel. Du warst einfach so gut zu unserer Familie, Fred. Warum ziehst du nicht einfach ein? Wir könnten dir ein Etagenbett besorgen. Dann wäre es so, als ob du jede Nacht im Ranchhaus übernachten würdest. So viel Kuchen, wie du essen kannst und, nein, wie du willst, das Angebot steht. Okay. Kannst du mit Elsie kuscheln? Need Item nehmen. Warum ist denn der Fehler immer noch drin? Okay. Vielleicht muss ich den mal auf Discord melden. Anscheinend hat das noch kein Mensch gemacht. Oder die haben es noch nicht, hat noch keinen Bock, das rauszupatchen. Ich weiß nicht. Das ist ja nervig. Du kannst das ja nie erfüllen, diese Mission. Was?
Ich habe ein neues Rezept ausgedacht. Ich glaube, ich werde es Chili Sandreisnudel nennen. Ich glaube, es wird einfach köstlich sein. Lass ich mich erstmal ausprobieren. Ich bring's dir beim nächsten Mal bei. Chili mit Reis und Nudeln. Puh, das klingt gehaltvoll, muss man sagen. Hey Owen, haben uns heute noch gar nicht und so. Ich muss schon sagen, Fred, es hält meine Tat wirklich auf, wenn du im Saloon vorbeischaust. Komm mal wieder vorbei. Klar, ich bin auch dein einziger Gast meistens. Okay, dann eben nicht. So, dann haben wir alle abgefrühstückt, bis auf Unschuhe. Was sagt unser Steinphilosoph heute? Eines der coolen Dinge an Steinen ist, dass man sie stapeln kann. Jeder Stein hat eine andere Form, also ist jeder Stapel ein ganz neues Gefühl. Ich versuche jeden Nachmittag einen zu machen. Ja, da kriege ich auch ganz viele Gefühle bei. Ja. Was ist denn hier mal rumalbern? Hm? So, komm, Blümchen, wir fahren wieder zurück. Komm, Else, geh ruhig hin. Nicht so schüchtern. Ist doch sonst nicht so schüchtern. Stell dir vor, es sind alles Jagdmelz. So, dann haben wir das auch. Ein erfolgreicher Tag. Sieht auch gut aus. Jetzt unser kleiner Anbau hier. So, Blümchen, pack dich selbst ein. Du hast ja ein Automat eingebaut. Parkautomat. Das ist schon sehr hell, die Lampe hier, ne? Boah, taghell erleuchtet alles. Die Leute freuen sich bestimmt, die Nachbarn. Klingt kein Auge mehr zu. So, können wir jetzt hier diesen Tisch hier eigentlich aufstellen oder ist der nur Verzierung? Ich kann mal wissen. Was ist denn nur so viel Zeug hier, was ich mit mir rumschleppe? So, wo ist denn das Teil überhaupt? Da. Ist ein Riesending. Holla. Das ist ja sehr gewaltig. Okay, da muss ich den Raum noch vergrößern. Ui, das ist ja mucho groß hier. Halleluja. Nee, oh gut. Ich habe im Grunde dann jeweils ein Feld links und rechts zu wenig, wenn ich noch irgendwie reinkomme. Gut, dann müssen wir die Bude hier nochmal vergrößern. Jetzt hätte ich nicht gedacht, dass es so riesig wird. Ja, das machen wir dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.